So Leute, willkommen wieder zurück zu Let's Play Zelda Ocarina of Time. Tut mir mal wieder leid, aber diese nervigen Tipps von Affi kosten immer so viel Zeit, das musste ich den vorigen Part leider beenden, aber wir sind immer noch auf dem Weg zum Waldtempel und jetzt stellt sich uns auch noch dieser Riese in den Weg. Wir müssen hier ein bisschen im Zickzack laufen, dass er uns mit seiner Riesenkeule nicht erwischt. Zack! So, geh doch einfach sterben. So. Perfekt. 20 Rubine einkassiert. Naja, also wir erinnern uns, wie wir noch jung waren, haben wir hier mit Salia gespielt. Auf dem Baumstumpf hat sie immer gesessen. Das weckt Erinnerungen, ne? Hey, dich kennen wir doch. Der Fluss der Zeit ist grausam. Seine Geschwindigkeit scheint für jede Person vorbestimmt. Niemand hat die Möglichkeit, sie zu ändern. Etwas, das sich nie verändern wird, sind die Erinnerungen an vergangene Tage. Genieße daher jede Sekunde deines Lebens. Mit dem Menuett des Waldes kehrst du zum Waldtempel zurück. Spiele das Menuett des Waldes. Gut, dann wollen wir doch mal. Du hast das Menuett des Waldes erlernt. Link, wir werden uns wiedersehen. Davon bin ich überzeugt. Hey, der macht ja auch diesen Ninja-Trick und verschwindet einfach. Also wie gesagt, mit dem Menuett des Waldes können wir immer hier zu dieser Teleport-Plattform zurückkehren. Die befinden sich nämlich immer in der Nähe des Eingangs von einem Tempel. So, und jetzt einfach mit dem Fanghaken hier hinziehen und wir können hier rauf. Und wir sind im Waldtempel. So, jetzt suche ich gleich mal das Schwert, denn hier kommen zwei Wolfsheimer. Die sich genauso leicht austricksen lassen wie immer. Einfach einmal ausholen lassen und eine Sprungattacke in den Rücken. So. Gut, jetzt können wir hier mal hochklettern. So, und da oben kabelt auch schon die erste goldene Skulptur dieses Tempels. So. Vorsichtig anvisieren. Perfekt, also mit dem Fanghaken können wir uns ebenfalls die Symbole von goldenen Skulpturen schnappen. So, und jetzt visieren wir auch diese Truhe an. Ziehen uns hier ran. Und ein kleiner Schlüssel öffnet eine verschlossene Tür, da kannst du nur diesen Labyrinth einsetzen. Also in den Tempeln ist das ein bisschen anders als wir noch ein Kind waren. Hier gibt es nämlich auch verschlossene Türen. So. Und auch sehr cool am Fanghaken. Wir können damit einfach die Skulpturen vernichten. So. Und jetzt sind wir auch schon in der Haupthalle des Tempels. Was zum... Hey, das sind doch... Ah, ich hab's doch immer gewusst. Es gibt sie. Geister. Die haben einfach das Feuer geklaut. Habt ihr das gesehen? Toll. Und der Aufzug hier ist verschwunden. Ja, also jetzt ist es quasi das Ziel hier in diesem Tempel, alle vier Irrlichtschwestern zu finden und zu vernichten. Okay, naja, die kann ich mir später noch holen. So, das ist eine blaue Knochenfratze, die können wir besiegen, indem wir sie mit vom Schild abprallen lassen oder mit dem Fanghaken treffen. Ach du guter Güte. Das hier sind Gegner, auf die wir noch sehr häufig treffen werden, nämlich Stahlfossritter. Die
wir aber, wenn sie ausholen, mit den Fanghaken betäuben können, dann ist der Kampf nicht mehr ganz so schwer. So, dein Kumpel hier ist erledigt und dich kriegen wir auch noch. Na los. Wie ihr sehen könnt, die sind doch ziemlich stark, weil ein Treffer und die verlieren ein ganzes Herz. So, das wäre geschafft. Und da scheint auch schon eine kleine Truhe. So, diese Fee wird uns erstmal heilen. Und wir erhalten einen weiteren kleinen Schlüssel. Ja, du bist schon wieder da. Das ist auch sehr dämlich, dass diese Gegner so schnell wiederkommen. Aber soll man machen, ist halt nochmal das Spiel. So, hier drüben krabbelt eine weitere goldene Skulptur vor sich hin. Und schon gehört sie uns. So. Und jetzt holen wir uns noch einen dritten kleinen Schlüssel, den wir brauchen. Nämlich hier ist wieder so ein Zeitblock. Einfach Hymne der Zeit spielen. Ihr kennt das ja. Dann verschwinden die Blöcke. Beziehungsweise, wenn ihr nochmal die Hymne der Zeit spielen würdet, dann erscheinen sie sogar wieder. So. Wow. Irgendwie voll übertrieben. Jetzt gibt es Riesen, die Koranhass. So. Haha. So, jetzt müssen wir allerdings hier hin. Und das, ich sag jetzt mal, das Fiese hier ist, dass mir die oberste Skullwandula. Hoppla. Das wollte ich jetzt nicht, Entschuldigung. Moment. So, die kriegen wir noch. So, also wie gesagt, die oberste Skullwandula können wir mit dem Fanghaken nicht erreichen. Wir müssen nur verhindern, dass sie uns sieht. Schneller! Puh, das war knapp. So. Wie so eine verdammte Knochenfratze. So, das war ja mal easy. Jawohl, und wir erhalten die Karte vom Waldtempel. So. Nein, wie niedlich. Das wird jetzt noch ein kleiner Dekoranha. Okay, dich kann ich auch töten. So. Jetzt sehen wir einfach diese Zielscheibe an. Da können wir uns nämlich auch rüberziehen. Und jetzt ist hier ein Schalter. Oh, jetzt ist der Wasserpegel im Brunnen gesunken. Und wir sind auf der anderen Seite des Tempelvorhofs, sage ich jetzt mal. So, einfach in den Brunnen springen. Hier unten gibt es sogar ein paar Herzen, sehr schön. Und ganz am anderen Ende finden wir einen weiteren kleinen Schlüssel. Tadadada, perfekt, so. Drei kleine Schlüssel haben wir, drei kleine Schlüssel brauchen wir. Und jetzt können wir hier hochklettern und wir sind wieder in dem Raum, wo wir vorhin losgegangen sind. So. Genau. Ja. Geh mir nicht auf die Nerven. Solche lästigen Biester. So, und jetzt gehen wir hier rauf. Hier ist nämlich schon die erste verschlossene Tür. Der erste Schlüssel ist verbraucht. Wie gesagt, einfach mit dem Fanghaken ab schießen und die sind futsch. Schon wieder so eine blöde Knochenfratze. So. Dieser Raum hier ist ziemlich groß, also eher ziemlich hoch, bis wir da ganz nach oben kommen. Ah, nicht schon wieder so eine Erklärung. Auf diesem Boden sind Pfeile aufgemalt. Die kann auch wirklich nur klugscheißern. Ich weiß nicht, wie blöd oder wie blind hält die uns. So, also jetzt ziehen wir auf jeden Fall mal hier diesen riesigen Steinblock aus der Wand und verschieben ihn nach dort drüben.
stößt. Jetzt gehen wir einmal rundherum und schieben den Block von hier aus weiter. So, jetzt ist er hier hineingefallen, jetzt können wir hier rauf. Und hier oben gibt es einen weiteren großen Steinblock, den wir verschieben müssen. Den ziehen wir jetzt hier erstmal so weit hinaus, wie es nur geht. So, jetzt gehen wir aber wieder zurück. Denn hier hinten gibt es nämlich eine halbwegs gut versteckte Leiter. Man, wirklich gut versteckt ist die ja nicht. Aber gut, so. Jetzt sind wir wieder hier oben und jetzt können wir den Block von hier drüben weiter verschieben. So, das war's. Wir können wieder zurück. Wie gesagt, ist ein bisschen lästig hier die Blöcke zu verschieben, aber ist nun mal das Rätsel hier. So. Wir sind auch schon fast ganz oben. Gibt es nochmal eine Leiter. Und wie ihr schon hören könnt, zwei blaue Knochenfratzen, aber die werde ich jetzt einfach mal ignorieren, die können mich mal. So, hier ist die zweite verschlossene Tür. Dieser Korridor ist völlig verdreht. Ja, also wie gesagt, entweder habe ich was an den Augen oder es stimmt. Oh Mann, also die geht mir echt auf die Nerven. Achte auf die Schattenkreaturen, die an der Decke hängen. Oh, kann die nicht einfach die Schnauze halten? So, und hier ist die dritte verschlossene Tür. So, und hier können wir jetzt etwa abkürzen. Einfach ein Rückwärtssalto. Ja, das hier ist einer dieser Geister, die vorhin verschwunden sind. Aber jetzt gehen wir erstmal hier rein. Und hier wartet uns ein weiterer Stahlfußritter. Es ist nur ganz wichtig, nicht in dieses Loch hier unten zu fallen, weil sonst wären wir wieder in dem Raum darunter, wo wir gegen die ersten beiden Stahlfußritter gekämpft haben. Komm schon. Stirb! So, naja, der ist irgendwie schon tot. Oder er hat es mit seiner Diät etwas übertrieben. Komm schon. Ja, endlich. So, jetzt kommt wenigstens die Plattform runter, aber es ist leider noch nicht vorbei. So, hier kommen nämlich gleich noch zwei von diesen Rittern. Oh Mann! Ja, dreh mir den Rücken zu, du Dummkopf. So, du bist erledigt, jetzt fehlt nur noch mal dein Kollege hier. Also mit den Fangkarten kann ich mich, wie gesagt, super betäuben. Jetzt wird es ein bisschen knapp. Zwar nicht mit der Zeit, sondern auch mit unserer Lebensenergie. Wir haben es aber geschafft, jawohl. Es geht sogar noch super aus für diesen Part. Wunderbar. Und öffnen. Der Feenbogen. Im Gegenstandsmenü kannst du ihn von links unten oder rechts hier platzieren. Ja, das kennen wir schon. Drücke C, um den Bogen zu benutzen. Halte C und ziele mit dem Joystick. Lass C los, um Pfeile abzuschießen. So, und jetzt muss ich diesen Part mal wieder beenden, weil dafür kommen da einfach zu sehr Nerven. Bis zum nächsten Mal, Leute. Ciao.